liebe Gerschen, noch fährt zu unserer Straßenbahn seit 1892, auch hier in der Wiesestraße. Ob es so bleibt, ob ich übertreibe, da habe ich mir einen Gesprächspartner gesucht, nämlich den Herrn Rühle. Hallo Herr Rühle, ich grüße Sie. Geschäftsführer der Gera Verkehrsbetriebe. Ja, heißt jetzt ein bisschen anders, aber im Prinzip ja. Die Gerschen sagen es einfach so. Ja. Am 7. Dezember gab es eine Stadtratssitzung. Ich war leider Gottes nicht da, habe es aber bei uns im Fernsehen gesehen. Sie sind mit einem bedepperten Gesicht rausgegangen. Oder schätze ich das falsch ein? Ja, bedeppert ist vielleicht ein bisschen eingefroren waren schon meine Gesichtszüge, als ich gehört habe, dass das für uns wichtigste Bauvorhaben, was mit einer Eilvorlage zumindest für den städtischen Anteil in den Stadtrat eingebracht worden ist, gar nicht auf der Tagesordnung geblieben ist, sondern abgewählt worden ist. Ich habe es auch nicht verstanden, weil es ging ja nicht um Langenberg, also nicht um die Stadtbahnlinie 4, sondern es ging wirklich mal hier um die Wiesestraße. Richtig. Warum ist es so dringlich? Es ist so dringlich, ganz einfach, weil wir müssen 2018 beginnen, die Wiesestraße zu sanieren, weil wir haben unter den Gleisen einen Abwassersammler, der droht stellenweise einzustürzen. Wenn der einstürzt, dann liegt der Verkehr erstmal lahm, dann haben wir eine Havarie und können den gesamten Innenstadtverkehr der Linie 1 und der Linie 3 nicht mehr sicherstellen, weil das alles hier über die Gleise in der Wiesestraße geht. Und wir können nicht mal beziffern, welche verkehrlichen und finanziellen Folgen das hat. Wir wissen nur, dass die Kosten sehr, sehr hoch sein können, höher als wenn wir planmäßig hier bauen würden. Hat man das nicht jetzt die ganze Zeit gewusst, dass wir jetzt so einen Dringlichkeitsantrag machen müssen, dass die Stadtratsmitglieder ja nicht mal in den Ausschüssen darüber informiert worden werden konnten durch die Kürze der Zeit? Lag das jetzt an euch oder an wem liegt das, dass es jetzt so eilig ist? Also es ist ja eine Vorlage der Stadt gewesen und hier ging es auch nicht um das Bauvorhaben der GVB selbst, sondern es ging um die Gehwege, auf denen wir jetzt stehen. Es geht um die Parkflächen und das ist der Anteil der Stadt. Also für diesen Anteil hat die Stadt selber einen Fördermittelantrag gestellt und muss nun beim Land die Eigenmittel nachweisen. Und um diese Eigenmittel erstmal beschließen zu lassen, ist die Stadt mit einer Eilvorlage in den Stadtrat gegangen mit den bekannten Folgen, dass der Stadtrat erstmal auch in Unkenntnis vielleicht darüber, worum es genau geht, die Eilbedürftigkeit abgelehnt hat. Ich meine, das ist ja nun keine Baumaßnahme wie bei uns zu Hause im Bad oder ein Einfamilienhaus. Das ist eine Riesenbaumaßnahme, die muss europaweit ausgeschrieben werden. Deswegen eilt es wahrscheinlich. Auch so, oder? Es ist richtig. Also in unserer Planung steht eigentlich an die europaweite Ausschreibung Ende November diesen Jahres. Ende November ist schon vorbei. Ja, war mal. Das heißt, wir sitzen auf glühenden Kohlen, weil die Lage ist die, wenn wir nicht rechtzeitig europaweit ausschreiben, haben wir auch keine Chance, dass entsprechende Angebote eingehen. Dass vielleicht die Auftragsbücher der Generalunternehmen, die solche Sachen machen, voll sind. Oder aber, dass die Preise nach oben gehen. Das heißt, wir rücken, je weiter wir nach hinten rücken, umso näher rücken wir in die Ungewissheit, ob diese Baumaßnahme überhaupt noch umzusetzen ist. Dann rein praktisch umzusetzen ist, weil um das, was es jetzt geht, ist alles noch Papier. Ja. Ist Papier und irgendwann müssen wir in die praktische Umsetzung kommen und die ist natürlich, je später wir das machen, umso gefährdeter. Es ist ja eigentlich auch sportlich. Die Baufirmen warten ja nicht unbedingt auf Gera. Ich weiß auch, dass die Stadt Jena, die Stadt Erfurt und die Stadt Gotha auch Fördermittelanträge für ihren Straßenbahnverkehr gestellt haben. Was passiert, wenn wir dieses Jahr nicht dran sind? Also jetzt 2018. Also sieht so aus, die Auftragslage für die Bauunternehmen ist sehr gut für das nächste Jahr. Deshalb ist die Befürchtung nicht an den Haaren herbeigezogen, dass wir dann vielleicht kein Angebot oder kein ausreichendes Angebot bekommen. Und es ist richtig, was Sie sagen, es soll auch Jena will bauen, auch Erfurt will neue Straßenbahnen beschaffen, auch in Gotha sollen Straßenbahnen beschafft werden. Das heißt, die wenigen Fördermittel, die da sind, darum reißen sich viele. Also wir haben im Landeshaushalt ungefähr im nächsten Jahr, ist noch nicht alles sicher, 15 Millionen sind fest. Über die anderen wird noch entschieden, maximal 24 Millionen Euro. Und es ist ein Fördermittelantrag gestellt worden durch die Verkehrsunternehmen in Thüringen über 50 Millionen Euro. Das heißt, der wirklich den Zuschlag bekommt, hat Glück. Das Land weiß auch, dass wir hier was tun müssen, das dringend erforderlich ist, zu sanieren in der Wiesestraße. Deshalb hat unser Projekt, unser Fördermittelantrag auch hier Priorität. Das heißt, sehr wahrscheinlich
sehr, sehr wahrscheinlich sogar, dass wir den Zuschlag bekommen. Und da muss man immer dazu sagen, dass 75% der Mittel, die kommen ja dann auch vom Land. Die müssen wir nicht selber aufbringen. Das heißt, wir müssen den kleineren Teil aufbringen und den noch kleineren Teil muss die Stadt aufbringen. Und daran hapert es zurzeit und daran droht dieses Projekt Wiesestraße in 2018 auch zu scheitern und einfach auf 2019 verschieben. Das geht eben nicht aufgrund der Fördermittel. Jetzt fährt sie noch gerade 3 nach Lausanne. Ihr müsst aber von April bis Dezember bauen. Es geht gar nicht anders. Also wenn ihr könnt jetzt nicht anfangen im Juni, oder wie sieht das aus, wenn sich das jetzt verschiebt alles? Sicherlich kann man auch im Juni anfangen, aber dann wird man natürlich nicht fertig im Jahr. Dann rutscht einiges auf das Jahr 2019 und definitiv müssen wir aber Ende 2019 fertig sein. Und in 2019 war ja schon der zweite Bauabschnitt geplant. Das heißt, wir kommen dann in Kollision und können nicht sagen, ja, wir werden das alles später schon irgendwie schaffen, weil es gibt auch Baupläne, die wir völlig neu machen müssten, wenn das sich jetzt verzögert. Und die Baufirmen können auch nicht zaubern. Es kann nur eins nach dem anderen gemacht werden. Also wir haben den ersten Bauabschnitt geplant, bis Arminiusstraße ist 2019. Dann folgen nochmal 2 Bauabschnitte, jeweils ein Jahr. Und dann werden wir wirklich fertig mit der Wiesestraße. Wir wollen hoffen, dass es diesen Winter hier nichts gibt, denn auch der Abwasserversorgung, also was Wasserversorgung ist, die warten ja auch darauf, dass die hier was machen können. Also es ist nicht nur ihr, also Telekom steht in den Startlöchern, Wasserwirtschaft steht in den Taschlöchern, GVB steht in den Startlöchern, nur die Stadt. Die ja, wie gesagt, wir haben mit allen Vereinbarungen, also mit dem Zweckverband haben wir eine Vereinbarung, weil da geht es auch um Millionen, die auch in deren Haushalt beschlossen werden müssen und auch beschlossen sind. Auch hier haben wir genau abgestimmt, wer macht was, wer trägt welche Kosten. Das ist also alles wirklich eingetütet. Es geht jetzt nur noch um den Anteil der Stadt. Und da dieser Beschluss jetzt nicht gekommen ist, das ist bedauerlich zum einen. Zum anderen habe ich natürlich auch ein gewisses Verständnis für die Stadträte, dass die eine Vorlage, wo dann jetzt drinsteht, es geht um Straßenausbaubeiträge, dass sie das nicht, was das kosten würde, die, ne? Dass die das nicht einfach durchwinken können, weil das ist für die natürlich auch neu. Das ist für die natürlich auch neu, weil die ursprünglichen Pläne sahen mal vor, dass die Bürger nicht beteiligt werden an den Kosten. Hier muss ich auch sagen, der Bürger wird nicht beteiligt an den Kosten, die der GVB hat. Das heißt, der reine Gleisbau, die reine Straße, das trägt alles der GVB. Aber der städtische Anteil, hier soll der Bürger zur Kasse gebeten werden. Und das ist eben neu gegenüber den ursprünglichen Plänen, die Stadt mal hatte, dass der GVB alleine baut und dass durch die Stadt nur der Wertausgleich zwischen dem Wert der alten Bürgersteige und Parkplätze und dem Wert der neuen zu erstatten ist. Darum geht es um die Bürgersteige, um die Beleuchtung, also um das, was neben dem Gleisbau sich befindet. Ja, ich sag mal, dann drücke ich euch einfach mal die Daumen, dass das vielleicht doch noch klappt. Noch eine Frage. Was ist ein Überfall? Was kostet ein Niederflurbus? Das würde mich mal interessieren. Niederflurbus, also wenn es ein Normalbus ist, kein Gelenkbus, liegt der inzwischen so etwa zwischen 230.000 bis 240.000 Euro. Der GVB hat gegenwärtig 30 Niederflurbusse. Ja. Unsere Busse sind alle niederflurig. Ja, aber wir werden auch im kommenden Jahr beschaffen, also im Januar schon, einen Niederflur-Midibus. Und April wird ausgeliefert ein Normalbus, auch Niederflur. Und wir haben beantragt, auch nochmal für das Jahr 2018 bei der Fördermittelbehörde Fördermittel für 2 Gelenkbusse und hoffen natürlich, dass wir den Zuschlag bekommen. Und dann werden wir auch Ende 2018 nochmal 2 Gelenkbusse beschaffen. Wie sieht es mit der E-Mobilität aus beim GVB? E-Mobilität ist Straßenbahn. Gera ist eine Straßenbahnstadt. Ja, wir haben 40 Straßenbahnzüge, wir haben insgesamt 30 Busse, da sieht man schon das Verhältnis. Also der überwiegende Teil in Gera ist E-Mobilität, also rein Diesel ist wirklich die Minderheit in unserem Verkehr. Ich danke jetzt für das Gespräch. Viele waren nicht bereit, hier vor der Kamera etwas zu diesem Problem zu sagen. Hier ging es ganz schnell. Ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und immer einen guten Straßenbahnverkehr in Gera. Dankeschön. Ja, vielen Dank.
Ja, Leute, jetzt habe ich mir Fraktion der SPD gesucht, und Heiner. Heiner, du warst ja nun an dem 7. Dezember dabei. Wie habt ihr abgestimmt? Die SPD-Fraktion hat für die Dringlichkeit gestimmt, weil wir wussten, worum es geht. Das heißt also, ihr hättet eine Zweidrittelmehrheit gebraucht? So ist es. Was sagst du jetzt dazu, zu der ganzen Geschichte, wie das jetzt hier abläuft? Naja, es ist ein Drama, muss man sagen. Es ist ja schon seit vielen Jahren bekannt und geplant, die Wiesestraße zu sanieren. Es ist ja eigentlich für niemanden eine neue Sache. Es war ja schon vor 3 Jahren geplant. Und deswegen überrascht mich, dass jetzt die Stadtverwaltung in erster Linie überrascht davon ist, dass man den Eigenmittelanteil sichern muss. Das ist ja das, was mich auch so wundert. Überrascht. Mensch, wir hatten ja schon mal so eine Geschichte mit Dringlichkeitsantrag, die dann, wo wir gesagt haben, ich verstehe ja die Stadträte auch. Aber warum ist das immer so kurzfristig bei uns in der Stadt? Woran liegt denn das? Genau kann ich es mir nicht erklären. Also man hat natürlich 1 Jahr lang drüber rumdiskutiert über die Finanzierung des Verkehrsbetriebes insgesamt. Ja. Und da hat man viel Zeit und viel verloren und viel Fokus verloren für wichtigere Sachen, wie zum Beispiel diese Straße. Und jetzt, so haben wir das der Vorlage entnommen, hat die Stadtverwaltung die Finanzierung des Eigenanteils im September entschieden, aus einem anderen Fördertopf zu nehmen. Da hat sich was geändert. Und ich selber habe davon erst erfahren auf der Veranstaltung des Verkehrsbetriebes, die im Verkehrshof mit 140 Gästen stattgefunden hat. Dort habe ich das erst erfahren. Danach bin ich in die Stadtverwaltung gegangen und habe eben nachgefragt, was damit ist, und habe eben erfahren... Warte mal kurz, da kommt nämlich gerade unsere Bahn. Jetzt fährt sie ja noch, nicht, dass wir uns dann nicht hören. Ja, du hast auch so kurzfristig dann erfahren, praktisch bei einer Veranstaltung vom GVB. Ende November habe ich davon erfahren. Ja. Und habe mich dann erkundigt in der Stadtverwaltung, wie es darum geht und wie die Finanzierung geplant ist, und habe dann eben erfahren, dass man das Geld 2017, so wäre der bessere Weg gewesen, nicht eingestellt hat und auch nicht als Verpflichtungsermächtigung für die Folgejahre, sondern dass man darauf hofft, das im Haushalt 2018 darstellen zu können. Das Problem ist allerdings, dass wenn im April gebaut werden soll und muss, dass dann jetzt die Ausschreibung, also noch eigentlich im Dezember 2017, erfolgen muss, und da muss jetzt auch die Finanzierung stehen. Und dann hat offenbar die Stadtverwaltung das auch erkannt und hat allerdings ein ganzes Stück gebraucht, um so eine Dringlichkeitsvorlage zu erstellen. Und die ist eben erst 1 Woche vor der Stadtratssitzung den Stadtratsmitgliedern zugegangen. Und dann war es für viele eben zu kurzfristig. Verstehst du? Naja, ja und nein. Auf der einen Seite verstehe ich, dass Stadtratsmitglieder nicht einfach so einen Blankoscheck ausstellen wollen, sondern schon wissen wollen, worüber. Nur, dass es dringlich ist, hätten alle wissen können. Dann hätte man wenigstens, wenn die Dringlichkeit bestätigt worden wäre, hätte man wenigstens inhaltlich darüber diskutieren können, ob denn alles klar ist oder eben nicht. Dann hätte man immer noch mal eine weitere Stadtratssitzung machen können in diesem Jahr, um alle Unklarheiten zu beseitigen. All das ist aber leider nicht passiert. Und aus meiner Sicht hat weder die Oberbürgermeisterin und die Baudezernentin noch im Stadtrat, jedenfalls die anderen großen Fraktionen, haben die Ernst der Lage erkannt. Tja, Leute, so ist das. 2 Minuten bei uns im OK oder im TMBZ, Stadtratssitzung, Übertragung, abgelehnt. Was dahinter steckt, ist manchmal riesengroß. Heiner, ich wünsche dir trotzdem ein schönes Weihnachtsfest. Ich danke, dass du hier bereit warst, mal Rede und Auskunft zu stellen. Wie gesagt, es sind nicht alle bereit. Seit rund 2 Tagen versuche ich in der Stadt jemanden zu erreichen. Dort fühlt sich entweder keiner verantwortlich dafür oder die Verantwortlichen sind krank oder nicht mehr da. Die Zeit rennt. Ich sag einfach mal, die Zeit rennt. Mal sehen, was noch rauskommt. Lassen wir uns überraschen. Herr Wendeberg, am 7.12. gab es einen Dringlichkeitsantrag von der Stadtverwaltung. Die CDU-Fraktion hat abgelehnt. Warum und was könnte daraus entstehen? Ja. Also, der Dringlichkeitsantrag muss abgelehnt werden, weil in der Vorlage waren die Straßenausbaubeiträge enthalten. Und Straßenausbaubeiträge, erst wurde immer gesagt, es werden keine Straßenausbaubeiträge erhoben. Und jetzt wurden in die Vorlage einfach Straßenausbaubeiträge reingeschrieben. Der Stadtrat sollte also in der letzten Stadtratssitzung 380.000 Euro Straßenausbaubeiträge beschließen, ohne dass mit den Bürgern, also mit den Betroffenen vor Ort, darüber gesprochen worden ist. Den Bürgern muss aber vorneweg erklärt werden,
was für die 380.000 Euro gebaut wird. Also die Qualität, der Umfang der Maßnahmen muss erläutert werden, weil jeder Bürger, jeder Betroffene hat die Möglichkeit, vorneweg Widerspruch einzulegen. Das ist nicht geschehen. Das muss vorneweg gemacht werden, ehe diese Straßenbauausbaubeiträge erhoben werden, also ehe das festgesetzt wird, muss mit den Betroffenen gesprochen werden. Und jetzt sollte einfach so durch die kalte Küche sollten die Straßenausbaubeiträge beschlossen werden. Und dagegen habe ich mich ausgesprochen. Ein zweiter Punkt ist, dass die Bauverwaltung es verpennt hat, die Eigenmittel für den Bau der Wiesestraße, der Straßenbahn, in den Haushalt einzustellen, in den 2017er Haushalt. Und das hat sie jetzt dem Stadtrat einfach mal so vor die Tür gekippt und hat gesagt, jetzt müssen wir ganz mal schnell die Eigenmittel in den Haushalt einstellen und hat andere Maßnahmen dafür streichen wollen. Brandschutzmaßnahmen, Schulmaßnahmen und Hochwasserschutzmaßnahmen. Und das geht einfach nicht. Die Deckung für solche Maßnahmen, das kann man nicht einfach streichen, weil diese Maßnahmen waren ja im 2017er Haushalt ausfinanziert. Und wenn man jetzt diese Maßnahmen zur Finanzierung von Straßenbahnen heranzieht, ohne den Haushalt 2018 schon zu haben, dann wären diese Maßnahmen gesperrt gewesen bis weit in das Jahr 2018 hinein. Und dann hätten wir keinen Zugriff mehr auf dieses Geld gehabt. Und deswegen habe ich ganz klar gesagt, das geht so nicht. Deswegen habe ich der Dringlichkeit widersprochen. Da muss Einhalt geboten werden. Wenn eine Verwaltung hier schläft und nicht ordentlich arbeitet, dann kann der Stadtrat hier nicht vors Loch geschoben werden. Und die Bürger sind dann die Dummen, müssen Beiträge bezahlen, die eigentlich abgesagt gewesen bin, für was, wo sie überhaupt nicht informiert worden sind. Ich bin jetzt so weit gewesen, dass spätestens die erste Januarwoche, zweite Januarwoche die Aufträge als Ausschreibung ausgegeben werden sollten, wenn die Unterschrift der Stadt da ist, weil die Baumaßnahme ja europaweit ausgeschrieben werden muss. Nein. Also es muss erstmal müssen die Eigenmittel bereitgestellt werden, dann gibt es eine Finanzierungsvereinbarung mit der Stadt Gera. Dann muss es eine Fördermittelzusage geben von Seiten der Fördermittelgeber, Land oder Bund. Da muss es einen Fördermittelantrag vorher geben. Ehe es eine Fördermittelzusage gibt, muss es einen Fördermittelantrag geben. So, und vorher kann überhaupt nicht ausgeschrieben und auch nicht gebaut werden. Das ist ja der Fehler der Vergangenheit gewesen, dass man einfach angefangen hat mit Bauen, ohne dass man genau sicher war, wo kommen die Gelder her. Und dass man Maßnahmen begonnen hat, die nicht gesichert waren, weder mit Eigenmitteln noch mit Fördermitteln. Schönen Dank für das kurze Gespräch, für die Aufklärung. Ich wünsche ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. Ich wünsche Ihnen auch ein schönes Weihnachtsfest und guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, im Hintergrund unser zentraler Umsteigeplatz. Wollen wir mal hoffen, dass die Bahnen auch in Zukunft von Lusan bis nach Biblach durchfahren können. Gerne hätte ich noch jemanden in der Stadtverwaltung gehabt, war aber niemand da. Alle krank oder waren nicht in der Lage dazu, weiß ich nicht. Drei Leute hatte ich vor der Kamera, drei Meinungen, drei verschiedene Meinungen. Machen Sie sich selber Ihr Bild. Ich wünsche auf jeden Fall ein schönes Weihnachtsfest. Das war das letzte Mal, dass Heinz dieses Jahr unterwegs war. Wir freuen uns auf 2018. Tschüssi, macht's gut.